Nee, Freunde, willkommen zurück zu Clash of Clans. Ja, ha, ha, ha. Moin! Ja. Ich überlege wieder meine Begrüßung zu wechseln und dieses Mal versuche ich überzugehen in... Ja, ha, ha, ha. Moin! So, aber keine Ahnung, dann ist es wieder zu übertrieben und dann sagen alle... Boah, ich bin kein Moin! Hallo! Und dann, keine Ahnung, ja. Haben die Leute wahrscheinlich keinen Bock drauf. Aber wir sehen, die dunkle Kaserne ist bald fertig. In 3 Stunden. Ja? Frechheit. Warum nicht jetzt? Ich meine, ich könnte meine Gems ausgeben. Ich habe ja mehr als genug davon. Verstehen Sie? Ich bin reich. Ich bin reich an Juwelen. Ja, ja. Und Silence hat übrigens einen Kommentar gegeben von wegen, ja, du kannst ja hier auch irgendwie 400 Gems oder so, oder 5, die Piratenflagge, ja? Kannst ja auch kaufen. Wie sehe ich aus? Für eine Statue gebe ich kein Geld. Nein. Mm-mm. Dreimal dürft ihr überlegen, was mir mehr wert ist. Einen Community-Stream mit gejammten Kasernen und sonst was? Oder eine schöne Piratenflagge oder eine schöne mächtige Statue. Oh. Dreimal dürft ihr überlegen, was ich lieber machen würde. Wow. Man muss auch Prioritäten setzen, ne? Ja. Das kennen wir, glaube ich, schon. Genau. Ergebnis haben wir schon gesehen. Gut, dann auf in den Angriff. Wir haben nämlich unsere, ja, ich will sagen, 9 Truppen am Start. Ja. Die Valkyren, die jetzt in etwas größeren Mengen da sind. Mauerbrecher sind drin geblieben. 10 Magier und so weiter und so fort. Und, naja, ne? Hoffen wir mal, dass die WLAN-Probleme vom letzten Mal nicht wieder eintreten. Das wäre nämlich ein bisschen doof, ja. Hoffen wir es mal nicht. Nicht, dass ich jetzt ein Dorf angreife und ich kriege WLAN-Probleme. Gut, ich glaube, dass der Angriff dann soweit noch fortgeführt wird mit den Truppen, die auf dem Feld sind. Aber trotzdem, das kann doch wohl nicht wahr sein. Oh. Ich sehe gerade, dass mir das Dunkle sehr gefällt. Ich möchte gerne den Päcker hier reinsetzen. Die Päcker ist besser gesagt. Nein! Du Dienen! So heilet euch, oder was? Oh fuck. Wo kommen sie her? Wo kommen sie her? Wo sind die? Ganz gucken. Hallo? Wo sind die? Wo ist die Klamburg? Scheint tot. Hier, da ist sie. Hi. Hi und bye und was geht? Und ich glaube, ich brauche den Barbarenkönig nicht mehr einsetzen. Das ist natürlich auch eins krasse Sache und so. Mauerbrecher, was wollt ihr jetzt noch hier? Ihr seid relativ irrelevant, ja. Oh. 2 Sterne, da bin ich auf jeden Fall schon einigermaßen mit zufrieden. Ob es aber noch besser geht, das werden wir heute herausfinden. Nur, warum zum Teufel habe ich wieder nur... Das heißt wieder nur, aber... Warum zum Teufel habe ich, naja... Wie man sehen kann, 3 Heilzauber auf dem Platz gehabt. Das ist wieder mal die Frage des Tages. Oh, das dunkle Jungs und Mädels! Geile Sau! Ding, ding, ding. Ohne Witz. Gut, also 3 Sterne werden es jetzt nicht, aber ich bin trotzdem zufrieden mit dem Angriff. Jetzt, ne, wir haben alles gut geholt. Jetzt kann man wieder sagen, oh, ich hasse diesen Renunskal. Ich hasse diesen Renunskal. Er hätte sowas machen können. Warum hast du nicht immer Barbarenkönig genutzt? Warum? Okay. Warum hast du es nicht getan? Ich hasse diesen Renunskal. Kannst du auch bitte mal langsames und verständliches Deutsch reden, wenn es geht? Dankeschön. Hater HD. Thanks, Brudes. Die gleichen Truppen, oder was? Wahrscheinlich, ich sag euch, entweder zwei Wutzauber und 1 Heilzauber oder 3 Wutzauber. Ja, Booster HD, ne? Ah, ist das geil. Ich feiere das ja jedes Mal, wenn ich sowas sehe, Alter. Ohne Witz.
Aber zwei Wutzauber können schon viel bewirken, ja? Also lass uns knacken. Vielleicht ist die Entscheidung nach so viel Wutzauber noch gar nicht schlecht. So, let's do this, Rudines, Tendos. Und sie rennen wieder nicht rein. Thanks dafür auf jeden Fall. Aber hier wollen sie jetzt reingehen und das nutze ich aus. Rudinen! Hauen sie alles kurz und klein. Und kurz und knackig. Ja. Und jetzt rasten wir vollkommen aus. Rudinen. Wieder easy 2 Sterne bekommen, sehr schön. Hätte ich jetzt nicht gedenkt, aber da machen einen die Valkyrien immer wieder einen Strich durch die Rechnung, ja? Unberechenbar, diese Viecher. Unberechenbar. Entschuldigt, ich meinte natürlich Rudinen. Ja. Viecher, wo sind meine Manieren, ja? Und während der Barbarenkönig sich jetzt dafür entscheidet, hier rauszugehen und ein bisschen Luft zu holen und sich seine verdiente Feierabendzigarette zu ziehen, oder halt auch eben nicht, und währenddessen jetzt nachdem der Tower der Moogies down ist, ja, nochmal rausgehen will, für die Feierabendzigarette. Sie haben es vermutet und es ist richtig so. Sehr wohl. Ah, der Barbarenkönig frisst den Schaden und das ist gut so. Und damit wären 100% auch eigentlich wieder drin, ja? Ha. Man muss auch sagen, man muss auch ganz klar sagen, naja, das Dorf sieht relativ satanistisch aus, ja? Viele Trophäen bekomme ich davon auch nicht, ja? Schön. Warum sind die Magier wieder umgedreht? Das verstehe ich jetzt nicht. Jungs, Mädels, bitte. Jetzt wegen 1% lasst ihr euch so lumpen. Macht doch keinen Scheiß. Barbarenkönig hat aber knapp überlebt, ne? Kurz vor knapp, Fräulein. Ja, jetzt erstmal eine Marlboro. Okay. Dann macht mal. Und BAM! Schön. Ich hasse diesen Reduzkai. Ich hasse diesen Reduzkai. Ich hasse diesen Reduzkai. Er hätte es besser machen können. Was meint ihr, wie sehr mich das juckt? Oditz? Ogiturm? Walten Sie Ihres Amtes. Walten Sie Ihres Amtes. Habe ich alles. Ja. Schön. Lief doch. Und ganz ehrlich, diese 700 Dunkle gebe ich immer wieder gerne aus. Weil es sich lohnt, verdammt. Ich weiß, wie gesagt, echt nicht, warum mir gerade eben die Clanbuchs so einen Alarm gemacht hat. Da war doch nichts. Und wenn, dann haben die Valkyren und die Magier sofort dafür gesorgt, dass diese Viecher sterben. Ja. Sehr wohl. Gut. Was ist hier? Ja. Kann ich nicht brauen. Danke dafür. Ach man, ey. Musste das jetzt sein? Das Hexereignis ist auch ein bisschen, naja, ne, weil ich kann keine Hexe produzieren. Ich denke erst beim nächsten Update. Ja, natürlich, klar. Ach man, ich hasse es, wenn ich davon nicht profitieren kann. Das ist Scheißendreck. Aber ist schon in Ordnung. Gut, wir haben
zwei Angriffe gesehen, die mir ja ganz gut gefallen haben eigentlich. Ja, wir haben auch wieder so ein bisschen uns hochgepusht. So muss das sein. Was sagt denn das Labor? Ich könnte den Giftzauber nochmal weiter verbessern. Dass der Schaden weiter steigt. Und so weiter. Nee, aber das mit dem Dunkle machen wir erst, nachdem wir den Barbarenkönig gemacht haben. Das ist mir relevanter. Na? Der Golem, ey, 60.000. Sehe ich so aus, als könnte ich das mir leisten? Nein. Noch nicht. Aber bald. In dem Sinne, macht's gut, haut rein. Ciao.